Hallo und herzlich willkommen bei Muskelwetter. Und heute wünsche ich euch erstens frohe Ostern. Wir haben heute Ostersonntag und ich hoffe, ihr könnt trotz Lockdowns alle einen schönen Tag miteinander verbringen. Ich glaube, das Wetter spielt leider nicht mehr so sehr eine positive Rolle. Da hatten wir letzte Woche etwas mehr Glück. Heute sieht es zumindest bei mir hier nicht ganz so gut aus. Ich glaube, das wird nächste Woche aber noch deutlich schlimmer. Umso schöner, dass ich mich hier auch mit was Positivem beschäftigen kann. Und das Zweite, was ich sagen wollte, ist vor allem Danke. Diese Flasche ist über meine Flaschenteilungsgruppe zustande gekommen. Ohne euch wäre diese Flaschenteilung oder diese Flasche nie möglich gewesen. Whiskys in dieser Preiskategorie liegen normalerweise nicht in meinem Budget. Aber durch meine Flaschenteilungsgruppe hat das funktioniert. Von daher vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Für alle, die noch nicht Teil der Gruppe sind, schaut gerne mal rein. Diese Flasche ist allerdings schon verteilt. Da muss ich euch leider enttäuschen. Aber es kommen bestimmt noch ganz viele andere tolle Abfüllungen. Ja, was habe ich heute im Glas? Ich habe heute einen Glen Scotia 25 Jahre im Glas. Und ja, wer meinen Kanal kennt, der weiß, Glen Scotia mag ich sehr, sehr gerne. Campbelltown ist sowieso eine Region, die ich sehr schätze, aber Glen Scotia hat es mir seit dem Campbelltown Festival Release 2020 mit dem Tawny Port Finish einfach angetan. Und umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt so einen alten probieren darf. Im einen Glas habe ich schon vor ja, 20 Minuten eingeschenkt. Und in dem anderen schauen wir jetzt mal. In der durchaus ansprechenden Holzkiste sind hier so kleine Magnete drin, dass man die Flasche nicht ganz, die Kiste nicht ganz so einfach aufkriegt oder sie nicht aus Versehen auffällt. Hier vorne ist so ein kleiner Zettel drin. Steht so ein bisschen über die Historie von Glen Scotia. Aber nichts, was mich jetzt komplett vom Hocker haut. Und dann kann ich die Flasche hier so nach vorne kippen. Dann gehen diese Holzteile mit. Dann kann ich das erste abnehmen. Da ist auch wieder ein Magnet dran. Und kann die Flasche rausnehmen. So, ich stelle das mal hier auf Seite. Hier sind noch die Mottendinger drin. Ja, was macht den Whisky besonders, außer dass er tolle 25 Jahre reifte? Er ist eine Reihe der Bourbonfasslagerung und hat tatsächlich im letzten Jahr, also er hat 24 Jahre lang in ausgewählten Ex-Bourbonfässern gelegen und hat anschließend ein einjähriges Finish bekommen. Ja, ihr hört richtig, habe ich auch nicht gewusst. Ein einjähriges Finish bekommen in nochmal First Fill Ex-Bourbon-Fässern. Also er hat dann am Ende nochmal ein Jahr in frischen Bourbon-Fässern gelegen, um nochmal eine besondere Vanillenote zu bekommen. Abgefüllt ist er mit 48,8%, meine ich. Jetzt habe ich es schon wieder eingepackt, ne? Naja. Ja, 48,8% war richtig. Und ich bin jetzt mal gespannt. Ich fange jetzt bewusst mit dem an, der frisch eingeschenkt ist, weil da sind die Aromen, die müssen sich ja erst entfalten. Deswegen glaube ich, dass der andere intensiver ist als der, vor allem weil der in einem Blendersglas liegt. Er hat eine deutliche Vanillenote, auf jeden Fall. Dazu kommt eine leichte Salzigkeit, also so ein bisschen maritime Noten. Und ich würde sagen, helle Früchte. Also ich habe gerade so ein bisschen, ich würde sagen, so eine Birne oder einen hellen Apfel, ein bisschen Zitrus.
Könnte auch ein bisschen orange sein, aber finde ich schon fast zu dunkel. Also da würde ich, glaube ich, eher so in Richtung Clementine oder sowas gehen. Ein bisschen süßer, heller. Eine sehr prägnante Vanillenote. Wirklich schön. Riecht sehr angenehm, mild. Diese leichte maritime Note ist jetzt schon wieder ein bisschen verflogen. Und jetzt könnte das doch schon fast so ein schöner gekochter Vanillepudding sein. Hoppala. Spannend. Hier ist die Vanille nicht ganz so deutlich. Sie ist trotzdem deutlich da, aber hier kommen mir als erstes die hellen Früchte entgegen. Wo ich sagen würde, das ist ein schöner Apfel, schön fruchtig, süß. So ein richtig schöner grüner, saftiger Apfel. Oder Birne kann auch gut sein. Auch hier leicht Zitrus, ein bisschen Honig, aber auch diese Vanillenote. Er riecht wie ein ganz anderer Whisky. Spannend. Also hier ist eine ganz deutliche, starke Vanillenote. Und hier ist sie da, aber hält sich ein bisschen dezenter. Und der Apfel ist deutlich dominanter. Gefällt mir beides gut. Also bei dem würde ich sagen, man merkt hier dieses einjährige Finish in den First Fill Bourbonfässern. Der hat eine richtig schöne, überladene Vanille mit drin. Mir gefällt das gut. Ist aber, glaube ich, auch nicht jedermanns Sache. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man sagt, dass er damit was verdecken möchte. Wenn ich mir das aber hier angucke, dann braucht er nichts verdecken, weil auch der Rest riecht ganz gut. %, muss ich sagen. Ich merke schon, beim Blenders Glas ist das so die obere Grenze. Man merkt den Alkohol schon in der Nase. Man sagt halt, das Blenders Glas soll man eigentlich so bis 46, 47% nehmen, habe ich mal gehört. Ob das stimmt, keine Ahnung. Aber wenn man die Nase da reinhält, dann merkt man schon, dass da ein bisschen mehr Alkohol drin ist. Jetzt habe ich so eine leichte säuerliche Note noch dabei gehabt. Also der hier wirkt alles in allem gesetzter. Die Sachen harmonieren schöner. Man hat die Vanille, man hat den Apfel, man hat einen Hauch dieser maritimen Noten. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen Karamell. Zum Wohl. Der ist total schön im Mund,
erst schön cremig weich und dann setzt so nach und nach die Würze ein. Die 25 Jahre, das macht alles schön trocken, man hat schöne Eiche, man hat schöne Würzigkeit. Und dann, wenn man den runterschluckt, habe ich auch hier wieder die Vanille und die Fruchtigkeit. Allerdings alles begleitet von so einer leichten Bitterkeit, die ich mir vorstellen kann, dass sie einfach von 25 Jahre Holz liegen und wenn es nicht die besten Fässer waren, dann kann das vorkommen. Sagt mir gerade persönlich nicht ganz so zu, diese eine Note. Der Rest des Whiskys ist durchaus schön. Aber so diese eine Bitternote, die passt da gerade nicht so mit rein, weil es ansonsten ein schöner, hellfruchtiger, cremiger, vanilliger Whisky ist. Und da passt so eine deutliche Bitternote nicht so ganz mit ins Bild. Spannend ist jetzt, wo der Deckel weg ist und er im Moment geatmet hat. Also im Moment auch frischen Sauerstoff gekriegt hat, wird auch hier wieder die Vanillenote deutlicher. Probiere jetzt nochmal den frisch eingeschenkten. Ah, hier ist die Vanillenote noch krasser. Also da riecht man immer noch den Apfel und so ein bisschen Zitrus und so ein paar andere Sachen raus. Hier habe ich gerade tatsächlich nur noch, wenn ich die erste Nase reinhalte, nur noch Vanille. Aber ich mag das. Also, von der Nase finde ich ihn gut. Spannend, hier hatte ich das jetzt nicht so sehr. Auch hier im Mund cremig weich und dann wird es nach und nach trockener. Man kriegt die Eiche, man kriegt die Würzigkeit. Und dann, wenn man den runterschluckt, schön Würzigkeit, schön hellfruchtig, schön Vanille. Aber hier liegt der Fokus mehr auf der Würzigkeit und weniger auf dieser Bitternote. Und jetzt so zum Ende kommt sie ein bisschen. Finde ich aber jetzt gar nicht mehr so schlimm, weil dann ist das für mich einfach so ein leicht holziger Abgang, der ihm auch ein bisschen Komplexität vergibt. Bei dem anderen Glas hat mich einfach gestört, dass sie so ein bisschen mitgeschwungen ist von Anfang an und damit so den Fokus von der Vanille und den hellen Früchten weggelenkt hat. Also mein persönlicher Geschmack ist frisch eingeschenkt, gefällt er mir persönlich besser. Weiß, viele Whiskys werden, wenn man sie länger stehen lässt, besser, aber eben nicht alle. Und für mich wäre das, glaube ich, so ein Kandidat. Also die Nasen sind total unterschiedlich, aber ich mag beide. Die ist ein bisschen komplexer. Und die hier ist einfach cremig, weich, Vanille. Das könnte einfach so ein Vanille-Fla oder so ein frisch eingekochter Vanillepudding sein. Cremig weich, runtergeschluckt, dann kommt die Eiche, die Würzigkeit, dann kommt so ein bisschen Orange, ein bisschen der Apfel. Jetzt kommt so ein bisschen Vanillekaramell. Und jetzt setzt ein bisschen diese Bitternote ein. Ja, wenn ich beide Gläser zusammenrechne, habe ich mir ein bisschen viel eingeschenkt, aber ich werde davon garantiert keinen Tropfen vergeuden. Aber was ich auch sagen muss, der ist von der Nase besser als vom Geschmack, meiner persönlichen Meinung nach.
Ihr wollt ja, dass ich schonungslos ehrlich bin, ne? Also, ich glaube, die Flasche kostet normal, wenn man sie nicht im Angebot kauft, 260 bis 290 €. Puh, das ist eine Hausnummer. Und dafür überzeugt er mich nicht, ganz ehrlich. Und selbst der Angebotspreis ist nicht so, dass ich sagen würde, den muss man haben. Es ist nett, dass man mal sowas probieren darf. Aber ja, ich kenne bessere Glens Groschas. Die Nase ist herrlich, die Nase ist wirklich gut. Aber im Geschmack nicht 100%. Eine Fehlnote. Wie eine Fehlnote so das Bild kaputt machen kann, ne? Das ist faszinierend. Ich hoffe, es ärgert sich jetzt keiner, der ein Sample bestellt hat. Ich kann nur da eindrücklich sagen, es handelt sich um meine persönliche Meinung und das auch nur am heutigen Tag. Die kann ja auch morgen schon wieder ganz anders aussehen. Freut euch auf das Sample, macht euch einen eigenen Eindruck, spielt vielleicht mal ein bisschen rum, lasst ihn stehen. Probiert ihn direkt, gibt vielleicht mal einen Tropfen Wasser hinzu, wobei bei 48,8%. Probiert aus, was ihr probieren wollt, außer Cola. Das wäre schade drum. Und das Wichtigste, lasst mich wissen, wie er euch gefallen hat und was ihr mit ihm gemacht habt, damit ihr für euch das Optimale rausholen konntet. Tatsächlich. In dem Glas schwingt diese Bitternote dann, wenn man runterschluckt, von Anfang an mit. Für mich persönlich, also wenn man das mag, dann würde ich sagen, lasst den Whisky stehen. Dann wird das für euch angenehmer. Ich persönlich finde es nicht ganz so angenehm und muss sagen, eingeschenkt, frisch eingeschenkt schmeckt er mir besser und für mich macht es an der Stelle keinen Sinn, ihn stehen zu lassen und zu warten, dass er besser wird. Gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich schrecke euch mit meiner Ehrlichkeit nicht ab. Um eure Meinung habe ich schon gebeten, von daher bleibt mir nichts anderes zu sagen als frohe Ostern, genießt den heutigen Tag und den morgigen Feiertag. Lasst es euch gut gehen. Haut gerne auf den Like-Button, wenn euch das Video gefallen hat. Haut auf den Abonnieren-Button, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Und schaut gerne in die Flaschenteilungsgruppe, wenn ihr bei sowas dabei sein wollt. Auch hier würde mich interessieren, habt ihr mehr Bock auf solche teureren Abfüllungen, die man sich wahrscheinlich nicht unbedingt alleine kauft? Oder soll ich mich auf die Halbflaschen konzentrieren? Einfach, dass man die gut geteilt kriegt und wo man vielleicht seine Finger gar nicht erst dran bekommt. Oder einfach normale Standardabfüllungen, das, was ich so, ich sag mal, zu 90% in den Videos verkoste. Interessiert euch das, weil ihr sagt, ich weiß nicht, was ich mir als nächstes kaufen soll. Lasst uns mal die Core Range durchprobieren. Lasst es mich wissen, ich habe da noch so nicht so richtig so ein Gefühl dafür. Bis jetzt mache ich es einfach nach Bauchgefühl und wo ich Bock drauf habe. Werde ich natürlich in gewisser Weise auch weitermachen, aber mich würde natürlich auch interessieren, worauf ihr Bock habt. Ich überlege auch die ganze Zeit, ob ich noch eine zweite Gruppe öffne, in der ihr dann auch schreiben könnt. Die ist ja bewusst so gewählt, dass nur ich schreiben kann, damit ihr nicht so viel Spam bekommt. In der ihr dann auch schreiben könnt und in der ihr mir Vorschläge machen könntet und dann alle anderen von mir aus auch direkt das Interesse bekunden, dass ich weiß, kriege ich die Flasche geteilt oder kriege ich sie eben nicht verteilt. Gut, jetzt habe ich aber genug geschwatzt. Schönen Sonntag euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.